Und ich wage eine These, die ich nicht verifizieren kann, aber es ist mein Gefühl vom vergangenen Dienstag, dass Sie tatsächlich niemanden finden werden, der ein Plakat hochgehalten hat oder irgendetwas in eine Kamera oder in ein Mikrofon gesprochen hat, was sinngemäß geheißen hat, wir Landwirte wollen mehr Geld aus Brüssel oder wir wollen mehr Subventionen oder wir wollen mehr Geld in der ersten oder in der zweiten Säule. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was die Menschen tatsächlich fordern, kann man auf einen Begriff eindampfen und mit einem Begriff zusammenfassen. Die Menschen wollen Fairness. Die wollen Fairness, wenn sie innerhalb eines europäischen Binnenmarktes nach den höchsten Standards überhaupt Lebensmittel produzieren, dabei darauf achten, dass Tierschutz realisiert wird, dass wenig Pflanzenschutz eingesetzt wird, aber eben auf einem europäischen Binnenmarkt konkurrieren mit Wettbewerbern, die aus Portugal, aus Spanien, aus Polen stammen und eben zu ganz anderen Standards erzeugen. Das ist unfair, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das lassen wir Ihnen nicht einfach durchgehen.